Herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Tutorial. Gliederung, was kommt rein, was kommt nicht rein. Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, wobei auf der anderen Seite werden Sie jetzt vielleicht sagen, ist doch ganz simpel, was in die Gliederung reinkommt. Dem ist gar nicht so, weil eine Gliederung gibt Ihnen automatisch den roten Faden vor und ist Basis für den Erfolg Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und letztlich eben auch einer guten Note. Wir haben drei große Teile, die Ihnen sicherlich aus anderen Ausbildungen auch schon bekannt sind, die in eine wissenschaftliche Arbeit reinkommen: die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. Ich möchte diese gerne mit Ihnen nachfolgend durchgehen und ein wenig erläutern. In der Einleitung haben wir zunächst einmal die Problematisierung. Bei der Problematisierung geht es darum, dass deutlich wird, was ist das Thema, was ist die Fragestellung, mit der Sie sich beschäftigen, gegebenenfalls auch hier, was ist die Forschungslücke, was ist Relevanz des Themas, also die Frage des, warum Sie sich mit dem Thema beschäftigen und ganz wichtig, was ist die Zielsetzung Ihrer Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, wo wollen Sie hin? Was soll am Ende beantwortet werden? Und diese Frage, was soll am Ende beantwortet werden, das führt uns schon zu einem nächsten Thema, nämlich zu dem Thema Forschungsfrage, Forschungsfragen oder gegebenenfalls daraus abgeleitete Hypothesen. Auch das sollte hier beantwortet werden. Kann zwar auch nochmal Teil einer separaten Gliederung danach der Einleitung sein, sollte aber auf jeden Fall zu Beginn der wissenschaftlichen Arbeit beantwortet werden. Sie stellen also erstmal dar, nachdem Sie sich natürlich ganz am Anfang ein Thema überlegt haben, warum haben Sie sich dieses Thema überlegt und was soll am Ende dann beantwortet werden. Das führt uns zum nächsten Thema, nämlich das Thema roter Faden. Sie sollten innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und das insbesondere in der Einleitung zeigen, was ist der rote Faden in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Das heißt, was behandeln Sie nacheinander? Welche Themenstellungen, welche Fragestellungen, welche Gliederungspunkte behandeln Sie nacheinander? Und gerade bei umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten, also denken Sie beispielsweise an Masterarbeiten oder auch an Doktorarbeiten, da bietet es sich insbesondere an, das auch nochmal zu visualisieren. Und ganz wichtig dann, in späteren Teilen immer wieder auf diesen roten Faden Bezug nehmen. Das hat den riesen Vorteil, dass einerseits das eine Leitlinie für Sie wird. Das heißt, Sie können immer prüfen, bin ich noch an dem roten Faden, bin ich noch an der Zielsetzung, die meine wissenschaftliche Arbeit verfolgt. Und denken Sie dran, irgendjemand wird die wissenschaftliche Arbeit später lesen, wird sie auch bewerten und für einen Leser fällt es natürlich auch viel, viel leichter, dann den Erfolg und die Güte der wissenschaftlichen Arbeit letztlich dann zu bewerten und hoffentlich Ihnen dann eben auch eine gute Note zu geben. Deswegen sollten Sie hier im roten Faden immer aufzeigen, was Sie nach was behandeln. Im Bereich der Methodik, hier geht es darum, darzustellen, ob Sie eine reine Literaturarbeit haben oder ob Sie eine empirische Arbeit haben. Und dabei gilt folgende Grundregel: Sobald Sie einen empirischen Teil haben in Ihrer Arbeit, wird Ihre Arbeit automatisch zu einer empirischen Arbeit. Selbst wenn Sie, und das muss ja naturgemäß immer der Fall sein, noch einen Literaturteil in der Arbeit haben. Das heißt, Empirie schlägt hier die Literatur. Sie sollten dann eben darstellen, welche methodische Vorgehensweise haben Sie sich gewählt. Bei einer Literaturarbeit beispielsweise zeigen Sie dann auf, in welchen Datenbanken Sie sich beschäftigt haben, wo Sie recherchiert haben, gegebenenfalls auch warum in manchen wissenschaftlichen Datenbanken eben nicht. Sie erläutern die Güte dieser wissenschaftlichen Datenbanken. Sie zeigen beispielsweise die Einschluss- und Ausschlusskriterien auf. Sie zeigen auf, nach welchen Stichworten Sie gesucht haben, wie vielleicht auch zeitliche Begrenzungen waren und so weiter. Im Rahmen der Empirie würden Sie dann aufzeigen, welche wissenschaftlichen Methodiken Sie dort angewendet haben.
Also haben Sie beispielsweise ein Experteninterview angewendet, ein leitfadengestütztes oder ein offenes Experteninterview? Haben Sie eine Online-Befragung angewendet? Haben Sie Tests angewendet? Haben Sie Experimente angewendet? All das sollten Sie hier im Rahmen der Methodik dann präsentieren und vorstellen. Vertieft sicherlich dann auch später noch einmal im Hauptteil, aber hier im Rahmen der Methodik auf jeden Fall schon einmal im Überblick. Sie sollten dann hier auch bereits erläutern, entsprechen diese von Ihnen gewählten Methodiken den wissenschaftlichen Gütekriterien Reliabilität, Validität, Objektivität. Auch das sollte hier schon ein Thema sein, kann und sollte dann aber auf jeden Fall auch im Hauptteil noch einmal vertieft werden. Und Sie sollten hier, und das ist gerade bei empirischen Arbeiten auch schon einmal wichtig, dann auch aufzeigen, nach welchen Tools und Methoden Sie die Ergebnisse auswerten. Das vertiefen Sie dann aber im Hauptteil bei der Empirie noch einmal. Das wäre die Einleitung. Sie sehen, die Einleitung bildet quasi so die Basis, die Grundlage Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Darauf baut dann der Hauptteil auf und der unterscheidet sich jetzt im Wesentlichen darüber, ist es eine Forschungsarbeit, also reine Literaturarbeit, Literaturrecherche oder wird nach Empirie geforscht. Bei der Forschung, da werden Sie im Grunde genommen dann den Status quo darstellen der Thematik. Sie werden also in den Datenbanken, in den Monographien, in den wissenschaftlichen Papers und so weiter, die Sie recherchiert haben, werden Sie die Ergebnisse daraus niederschreiben, aber nicht nur niederschreiben, sondern Sie werden sie in Verbindung zueinander bringen, Sie werden sie kritisch reflektieren, werden hier sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Rücksprung unter Umständen machen zur Problematisierung und immer sich die Frage stellen, bin ich auf meinem Forschungsweg, habe ich und kann ich meine Forschungsfrage beantworten, kann ich meine Hypothesen darin beantworten. Forschung heißt also Darstellung des Status quo, Frage nach dem aktuellen Status quo in der Forschung und dort werden gegebenenfalls dann auch nochmal weitere Forschungslücken deutlich zur Behandlung der von Ihnen ausgewählten Thematik. In der Empirie, wenn es wie gesagt eine empirische Arbeit ist oder ergänzend eine empirische Arbeit ist, dort werden Sie dann erst einmal darstellen, warum Sie eine Empirie gebraucht haben, sprich vielleicht, weil die Forschungsergebnisse zu knapp waren, nicht ausreichend waren. Sie werden dann noch einmal ausführlicher, als Sie es in der Einleitung gemacht haben, auf die Methodik eingehen, also sprich beispielsweise Online-Abfrage, Experteninterview, werden diese Methodik ausführlich beschreiben, werden also beispielsweise bei einem Experteninterview dann darstellen, warum sich manche Menschen als Experten eignen, warum manche nicht, warum sie diese ausgewählt haben, wie sie die Interviews geführt haben, wie sie sie vorbereitet haben. Sie werden ihren Leitfaden dann natürlich auch darstellen, der dann in der Regel hinter den Schluss noch als Anhang zur Arbeit kommt. Und Sie werden dann in einem nächsten Schritt die Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Forschung darstellen. Und das ist ganz wichtig. Es geht erst nur einmal um die Ergebnisdarstellung. Sie dürfen nicht den Fehler machen, der leider immer wieder gemacht wird, dass Sie dann gleich in eine Auswertung, eine Analyse oder gar in eine Interpretation verfallen, sondern es geht in einem ersten Schritt erstmal nur darum, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit, der empirischen Forschung in diesem Fall darzustellen. Also sprich, wenn Sie beispielsweise eine Online-Befragung gemacht haben und es gab die Möglichkeit, eine Frage mit Ja und Nein zu beantworten, 20% der Menschen haben mit Ja geantwortet und 80% mit Nein, dann schreiben Sie das, mehr aber auch nicht. Erst in einem zweiten Schritt kommt dann die Auswertung. Und hier hängt es eben davon ab, was müssen Sie auswerten, was haben Sie auch im Vorfeld mit Ihrem Professor, mit Ihrem Betreuer abgestimmt, machen Sie statistische Analysen beispielsweise, errechnen Sie Korrelationen, errechnen Sie Regressionen, bedienen Sie sich beispielsweise SPSS, um nur als Beispiel eines Tools zu nennen, oder machen Sie nur eine relativ einfache
qualitative Auswertung der Ergebnisse. Auch dazu gibt es ja verschiedene Verfahren, die Sie hier entsprechend anwenden können. In einem nächsten Schritt geht es dann darum, dass Sie die Ergebnisse bewerten. Bewerten tun Sie die Ergebnisse, indem Sie dann den Rücksprung machen von Empirie auf Forschung. Das heißt, Sie gleichen hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede ab. Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Empirie und Forschung? Welche Unterschiede gegebenenfalls auch? Und das Ganze kann dann auch und sollte auch sehr kritisch dann analysiert werden, um letztlich dann in einer Interpretation zu enden. Das heißt, in der Interpretation machen Sie quasi einen Strich drunter und ziehen dann ein Fazit aus dem Abgleich zwischen Forschung und Empirie, zeigen gegebenenfalls auch bei praxisorientierten Arbeiten neben einer Quintessenz, die herauskommt, Handlungsempfehlungen und vielleicht auch Maßnahmenvorschläge auf. Ungefähr 2/3 sollte dieser Hauptteil Ihrer Arbeit darstellen. Dann kommen Sie zum Schluss und der Schluss ist nicht minder wichtig, weil der bleibt dem Leser und dem Bewerter in der Regel besonders im Gedächtnis. In einem ersten Schritt sollten Sie erstmal ein Fazit ziehen und ein Fazit ist ganz wichtig, ist keine Zusammenfassung. Hier geht es erstmal darum, Stichwort Quintessenz, hat man vorhin schon mal eine Quintessenz zu ziehen. Das heißt, was war die wesentliche Erkenntnis, das wesentliche Ergebnis der Arbeit? In der Zusammenfassung werden Sie dann wirklich Schritt für Schritt durchgehen und ausführlicher beschreiben, was Sie in der Arbeit getan haben und was das Ergebnis war. Quasi so eine Art Management Summary, eine Art Abstract, das aber teilweise auch nochmal separat verlangt wird. Und hier werden Sie dann auch Ihre Forschungsfragen beantworten, Ihre Hypothesen beantworten. Ja, und dann sind wir ganz am Ende schon beim Ausblick angelangt. Der Ausblick, der hört sich jetzt so simpel an, besteht aber bei weitem nicht nur aus einem Ausblick. Da geht es nämlich auch darum, kritisch zu reflektieren, war die gewählte Methodik die richtige oder nicht? Sprich, konnte ich mit der gewählten Methodik alle meine Fragen beantworten oder nicht? Sind gegebenenfalls auch Fragen offen geblieben? Was waren mögliche Restriktionen der Arbeit? Und dann im eigentlichen Ausblick, wenn Sie so wollen, wirklich auch aufzeigen, was könnte gegebenenfalls Gegenstand weiterführender wissenschaftlicher Forschungen sein. Dann sein. Und das auch dann immer kritisch zu hinterfragen, warum ist mir das jetzt nicht gelungen in meiner Arbeit, das jetzt schon zu machen? An was hat das gelegen? Hat es vielleicht an der Methodik gelegen, an der Literatur und so weiter? Sie sehen also, das Thema Gliederung ist, wenn man sich etwas intensiver damit beschäftigt, doch kein so leichtes Thema. Hier nochmal in der Übersicht, wir fangen an mit der Einleitung, im Wesentlichen Problematisierung, der rote Faden, die Darstellung der Methodik, dann Hauptteil, Unterscheidung in Forschung und Empirie und ganz zum Schluss der Schluss mit Fazit, Zusammenfassung und Ausblick. Und Ausblick, Sie denken dran, eben nicht nur der Ausblick, das heißt, wie geht es in der wissenschaftlichen Thematik weiter, sondern auch die kritische Reflexion der Vorgehensweise. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere hier bei dem Thema Gliederung. Was kommt rein? Was kommt nicht rein? Vielen Dank.